Hallo Leute, ich bin's Silou und ich habe endlich mal wieder ein Video für euch. Da bin ich zurück aus der Versenkung und habe tatsächlich endlich mal wieder Zeit gefunden, euch einen Whisky vorzustellen. Und zwar, ich will gar nicht in den heißen Brei drumherum reden, geht es diesmal um den Nick Neen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nick Neen ist ein Single Malt Scotch Whisky. Das heißt, wir sind auch mal wieder in Schottland unterwegs. Das ist eine Brennerei, steht auf einer kleinen Halbinsel im Westen von Schottland. Morvern heißt die, glaube ich. Die heißt ähnlich zu dem einen Wolfburn Whisky. Das finde ich ganz lustig. Und ich habe hier den Quiet Rebels. Nick Neen hat dahingehend ist eine besondere Brennerei, weil sie als erste Brennerei in Schottland absolut klimaneutral unterwegs sind, nur Biogerste von Schottland verwenden und fast abfallfrei produzieren. Also dort steht das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr weit oben auf der Agenda. Was ich auch sehr cool finde, die Brennerei wird von einer Dame geführt, von Annabel. Thomas heißt die, glaube ich. Und genau, die haben den Nick Neen Organic Single Malt Whisky, der tatsächlich zufälligerweise da steht. Ist die Flasche von einer Freundin von mir. Und bevor ich ihr die zurückgebe, werde ich vielleicht sogar einen kleinen Vergleich ziehen, weil ich habe hier eine Sonderedition, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar den Quiet Rebels. Das ist im Herbst erscheint die, glaube ich, jedes Jahr. Und das ist jetzt die dritte Sonderabfüllung von der Brennerei. Da wird sozusagen immer der Fokus auf den Geschmack von einem Mitglied aus der Brennerei gelegt. Den Anfang hat die Annabel gemacht, dann war ihre Master-Blenderin die nächste mit der Sonderabfüllung. Und das hier ist jetzt die Sonderabfüllung vom Gordon, der ist der Distillery Manager. Und da kann sozusagen jeder in dieser Sonderabfüllung sein Lieblingsgeschmack sozusagen besonders herausstellen. Und der Gordon, der ist Fan von sehr weinigen Noten. Wir haben hier nämlich ein STR-Rotweinfass oder mehrere STR-Rotweinfässer und Sherryfässer drin. Ich bin also sehr gespannt, trifft genau meinen aktuellen Geschmack. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe ihn noch nicht aufgemacht, das mache ich jetzt extra mit euch. Wie hübsch ist bitte diese Verpackung. Also die ist hier so zum Aufdrehen tatsächlich. Und hinten steht auch ein bisschen was drauf zum Whisky. Und ich finde dieses Pflanzenmuster total schön und passt natürlich thematisch auch zum Organic Whisky. Ist ein bisschen ausgeprägter als bei dem Standard. Da ist das nur hier unten so ein bisschen dezent, finde ich aber trotzdem auch eine super schöne Flasche, ist auch von der Art her so zum Aufdrehen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf den Nick Neen. Made by nature, not by rules. Das ist auch ein cooler Spruch. Hey, na komm, geh auf. So. Das ist die Flasche. Oh, die ist auch so wunderschön. Also selbst wenn euch der Whisky nicht gefällt, allein wegen der Flasche müsst ihr ihn kaufen. Wie schön ist das bitte? Das ist doch mega. Das sieht richtig handgemalt aus auf der Flasche. So mit diesem Farnmuster. Und Farne sind ja so sehr typisch für Schottland. Mit dem Holzkorken, auch schön hier mit Prägung. Also richtig edel gemacht. Gleich mal hier die Öffnung finden. Also Aufmachung ist schon mal eine 10 von 10. Super hübsch. Kaufen könnt ihr den übrigens, während ich hier noch versuche, an meinen edlen Tropfen ranzukommen, kaufen könnt ihr den übrigens bei Kirschwhisky zum Beispiel. Ich habe den Preis jetzt tatsächlich nicht genau im Kopf, den müsste ich googeln, aber es war auf jeden Fall ein normaler, erschwinglicher Preis, nicht übertrieben. Der ging leicht auf. Also alles gut. Die Flasche ist tatsächlich blau. Deswegen ist sie so dunkel. Finde ich, also wie gesagt, optisch 10 out of 10, richtig geil. So. Weiß gar nicht, ist der gefärbt? Blablups.
100% recycled bottle, 100% renewable energy. Hier ist sogar noch ein Rezept für einen Cocktail mit drauf, das finde ich sehr lustig. Non-chill-filtered, natural color, vegan friendly. Ja, also vegan ist er auch noch. Mhm. Nee, aber habe ich auch nicht anders erwartet. Tatsächlich ungefärbt und nicht kühl gefiltert. Ist von der Farbe her ein sehr sattes Gold. Ich weiß gar nicht, ob das fokussiert. Ja. Sehr sattes, dunkles Gold. Kommt sehr wahrscheinlich von den Sherry- und den Rotweinfässern, die da drin sind. Ich mag ja STR-Fässer. Ich habe irgendwo da oben einen Kilhoman aus dem STR-Fass stehen. Hm. Also ich habe den ersten Negnin, den hier habe ich schon mal getrunken, den Standard, und er war halt ja sehr leicht, sehr nett, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, das war herausragend. Ich hoffe, dass die Wein- und die Sherryfässer dann noch so eine gewisse Note mit reinbringen. Sagen wir erstmal Hallo zu dem Whisky. Na, also das ist auch so ein Ding, wenn ihr einen Whisky verkostet, steckt nicht gleich euer Nüschel direkt tief rein. Ihr wisst ja nicht, was euch erwartet. Ne? Wenn da jetzt euch extrem viel Torf entgegenbeißt oder zum Beispiel der sehr alkoholisch ist, dann riecht ihr nichts mehr, weil er euch die ganzen Härchen in eurer Nase zerkloppt. Deswegen erstmal so ganz dezent so ein bisschen vorbeigehen, ein bisschen dran riechen. Und wenn ihr dann merkt, oh okay, ich brauche eine größere Dosis, um Sachen zu riechen, dann könnt ihr die Nase reinstecken ins Glas. Und gebt ihm auch immer so ein bisschen Zeit zu atmen. Der Arme war jetzt in eine Flasche eingesperrt hier für mehrere Monate. Der braucht erstmal ein bisschen, um sich zu akklimatisieren. Also ich habe sehr, sehr deutlich vorne raus dieses Rotwein. Also Rotwein ist für mich immer so ein bisschen schon traubig und so dunkle Beeren, aber sehr auf eine sehr trockene Art und Weise. Und sehr holzig dazu. So auch sehr, sehr sauer, so ein bisschen. Und darunter liegt so diese Süße vom Sherry. Das finde ich sehr angenehm. Also das sind jetzt so die allerersten Sachen, die mir in den Kopf springen. Es hat eine gewisse Würzigkeit. Das kommt, glaube ich, von dem Rotweinfass. Also fast so ein bisschen Umami. Nicht so richtig Salz, aber so in die Richtung. Was hat mir letztens jemand gesagt? Umami ist wie Steinpilze. So von der Orientierung her. Hat jetzt aber nichts so von einem muffigen Keller. Also das habe ich ja bei Sherryfässern ganz oft, dass ich so dieses muffige Kellergefühl habe. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Honig, Vanille ist natürlich auf jeden Fall drin. Es ist übrigens vollkommen scheißegal, was ich euch hier erzähle. Das ist nur ein Eindruck. Ne? Der kann für euch komplett anders schmecken, der Whisky. Und das ist auch absolut richtig. Es ist vollkommen egal, was ich für Aromen euch hier erzähle. Es ist nur eine Orientierung, nur für euch, damit ihr wisst, wie er mir schmeckt. Und dann könnt ihr ihn selber probieren, eigene Aromen finden. Ihr sagt, der schmeckt so und so, dann ist das absolut richtig. Ihr könnt auch die gleichen Sachen finden wie ich. Das ist das Geile an Whisky. Für jeden schmeckt es anders und es schmeckt immer richtig. Auf jeden Fall für dich in dem Moment. Ja, also jetzt kommt mehr noch die Würzigkeit raus. Diese krasse Süße am Anfang ist so ein bisschen verschwunden. Ich bin gespannt. Slange. Der ist nicht so süß, wie ich gedacht hätte. Also man kriegt wunderschön diese leichten Toastnoten, so minimaler, ein Hauch von Rauch, aber nicht dieser erdige Torfrauch, so Lagerfeuer oder Asche oder so, sondern wirklich so dieses leichte, so minimal angekokeltes Toast, aber auf so eine
angenehme, leckere Art und Weise. So gebackenes brotmäßiger Rauch ist drin. Schon auch süß, aber eher so eine allgemeine Süße, keine spezifische Süße. Ich finde übrigens, es verändert sich auch der Geruch, wenn ich mit offenem Mund rieche oder mit zu im Mund. Das müsst ihr mal probieren. Also ich glaube, weil das dann oral, nasal besser zirkulieren kann, müsst ihr mal austesten, wie ihr besser riechen könnt. Für mich ist auf jeden Fall, mit offenem Mund kriege ich mehr mit als mit geschlossenem Mund. Und nach dem ersten Schmecken riecht er nochmal anders, also prägen sich andere Aromen für mich aus. Und auch der zweite Schluck ist immer noch mal anders. Der erste sollte so ein bisschen erstmal den ganzen Mund wach machen, überall hinfließen lassen. Da schmeckt ja auch noch nicht krass viel, weil einfach der Alkohol ja auch erstmal da ist und präsent ist. Und dann beim zweiten Schluck, dann könnt ihr so ein bisschen intensiver Aromen finden. Ist, glaube ich, nee, ein Alter steht nicht drauf. Nö. Oder Altersangabe, aber brauchen wir auch nicht. Ich habe am Anfang so dieses Umami-salzige irgendwas, Steinpilz. Dann huscht so dieser Rauch über die Zunge. Und dann kommt wirklich so ein Punch von diesem Sherry hinten raus. So dieses bärig, karamellig, Honig, sirupartige Süße. Der bleibt auch relativ lange so auf der Zunge. Obwohl er so im Nachgeschmack auf der Zunge sehr holzig wird. So dieses Holzbitter, Tannin, was ich ja persönlich nicht so mag. Er macht auch sehr trocken den Mund. Also hinten raus ist er so ein bisschen bitter. Das gefällt mir persönlich nicht so. Dann werde ich jetzt mal heimlich noch einen kleinen Schluck von dem Nicknin Organic, also dem Standard, probieren. Einfach um den Vergleich ziehen zu können. Oh, das ist auch schön. Hier ist die Karte draufgebracht. Quasi. Also wir haben hier die Isle of Mull und dann ist hier, genau, das ist das Festland und da ist die Nicknin Distillery anscheinend. Auf der Morvern Halbinsel. Also ist auf dem Standard ist es auf die Innenpappe gedruckt, die Karte. Finde ich auch total cool. Ah, das ist ja auch interessant. Also die Flasche hier, das muss ich kurz sortieren. Die Flasche ist glasig, hell, aber auch mit diesem wunderschönen aufgemalten Muster. Die ist so ein bisschen ganz, ganz hellgrün. Ich halte euch die mal nebeneinander, so vom Vergleich her. Der wirkt jetzt natürlich durch das hellgrüne Glas ein bisschen dunkler, aber ich wette, wenn ich den gleich auspacke, ist der ein bisschen... Das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht, zwei Whiskys in einem Video miteinander zu vergleichen. Der ist tatsächlich etwas heller. Oh, die sehen schon echt schön aus, die beiden Flaschen. Jetzt muss ich ihr definitiv sagen, dass sie die aufheben muss. Na, er ist fast genauso von der Farbe her. Das unterscheidet sich wenig. Ich versuche mal noch herauszufinden, während der noch ein bisschen atmet, was wir hier für Fässer drin haben. Genau, der ist auch non-gefiltert, natural color, vegan friendly. Das finde ich sehr lustig, dass sie das draufschreiben. Organic Scottish Barley. Batch 12 ist das. Batch BR12. Also scheint es mehrere Batches zu geben. Steht hier irgendwie noch was drauf? Nee. Nee, das ist der Deckel zu dem anderen. Das mache ich hier aber in Chaos. Oh, viele Flaschen. Hier steht noch was. 46%. Wie viel hat der andere?
41%. Also der hat schon mal, der Standard hat ein bisschen 2% weniger. Nee, also hier steht jetzt tatsächlich nicht drauf, was für Fässer drin sind. Bestimmt, denke ich mal, ein Bourbonfass und vielleicht ein bisschen Sherryfass oder so. Mal gucken. Das ist jetzt der Batch Nummer 12 Nicknien Organic Whisky. Der ist salziger. Bisschen alkoholischer. Hat aber auch so diese Honig-Vanille-Noten. Also der hat nicht dieses krasse Wein- und Sherry-süße Bums. Der ist da ein bisschen dezenter. Ja, also ich habe sehr viel Honig, Vanille, Karamell, so dieses, na, so ein typisch Bourbonfass am Anfang. Dann wird er so ein bisschen spicy, also im Sinne von, ja, lass dort mal so ein bisschen so Gewürz-Spiciness und so ein leichter Umami-Touch. Ein bisschen Holz, aber der ist auch hinten raus so bitter, krass. Ja, also der ist auf jeden Fall dezenter, nicht ganz so süß. Also jemand, der es nicht so süß mag, der sollte eher auf den Standard-Batch zurückgreifen. Ich finde diese Spicy-Note, dieses Gewürz sehr interessant, sehr cool. Was mir persönlich nicht gefällt, ist tatsächlich dieses, dass der so bitter am Ende auf der Zunge liegt, so holzig. Das ist gar nicht mein Fall. Es ist okay, es ist nur hinten raus, aber es schmälert das Ganze trotzdem so ein bisschen. Ich muss sagen, mir gefällt der von Gordon besser, auf jeden Fall. Also da hast du einen guten Whisky drauf gemacht, auf jeden Fall, als der Standard. Der Quiet Rebel, der ist sehr lecker. Quiet Rebel, der Name kommt übrigens daher, dass die Mitarbeitenden der Brennerei stille Rebellen sind und die Whisky-Industrie verändern wollen. Das finde ich auch eine ganz süße Idee. Also die Marketing-Story passt auf jeden Fall dazu. Er gefällt mir wesentlich besser als der Standard, der Quiet Rebel. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich den so spät erst aufgemacht habe, weil er dann doch ein sehr leckerer Whisky ist. Er passt, denke ich, sehr gut zu... ja, es ist ein sehr guter Alltags-Whisky, ne? Also den kann man sowohl im Sommer als auch im Herbst, im Frühjahr, im Winter trinken, wenn man Bock auf ein bisschen was Süßes hat, wenn man kein großer Rauchfan ist. Man kann ihn aber auch trinken, wenn man Rauchfan ist, weil man so diesen leichten Toast-Rauch drin hat. Er passt, denke ich, sehr gut für eine breite Masse, ist aber ein bisschen intensiver. Also jemand, der jetzt nur die ganz, ganz leichten, ganz, ganz seichten Sachen trinkt, für den ist das schon eine kräftige Nummer. Für mich ist er ein sehr entspannter Geselle. Und aufgrund dieser Alltagstauglichkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, kriegt er von mir meine Standardpunktzahl 7 von 10 Punkten. Es ist wirklich so dieses hinten raus der Holzherbe, was mir nicht so zusagt. Aber gut, das kommt halt einfach mit den Fässern, das... Manche mögen es, ich mag es nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, wie gesagt. Ich finde, das Design ist eine 10 von 10. Mega cool, richtig schöne Flaschen. Und ja, ich genieße jetzt den Rest von meinem Quiet Rebel. Und wünsche euch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, Mittag. Eine schöne Zeit einfach nur. Und hoffe, das nächste Video lässt nicht ganz so lange auf sich warten. Und bis dahin sage ich Slange!